Sherlock Holmes. Die tödlichen Geheimnisse des Mr. M. Gelesen von Detlef Bierstedt. Ich stand Holmes schon oft in zahlreichen Fällen hilfreich zur Seite, in vielen Fällen von Anfang bis zum Ende, bei einigen jedoch nur temporär. Zog er verkleidet los, so blieb ich in der Regel in der Baker Street, und auch wenn er Nachforschungen in Büros und Registraturen anstellte, war ich nicht immer dabei. Meist hatte Holmes sehr rasch eine Lösung zur Hand, auch wenn er nicht sofort am ersten Tag den Täter überführen oder das Problem eines Klienten lösen konnte, so war er doch meist guter Dinge und wusste, welche Schritte nötig sein würden, um den Mörder, Dieb oder auch nur ungetreuen Ehemann seines Vergehens zu überführen. Selten sah ich ihn zu Beginn eines Falles konfus, gar verwirrt oder ratlos. Einer dieser Fälle, und sicher werden Sie sich daran erinnern, ist jener um den Baumeister von Norwood. Dieser Gentleman wollte nach vielen Jahren Rache an der Frau nehmen, die ihn einst verschmäht hatte, und dafür ihren Sohn an den Galgen bringen.